Mercedes-Benz Atego, ein Centurion 1060 GI für einen Smart oder einen Fiat 500. Ich grüße dich ganz herzlich. Du bist Luca Reimers. Aus Idstedt, von der Firma Reimers, genau. Ja, das ist John Herzog, nicht aus Idstedt, sondern aus Lettilandi. So sieht's aus. Du fliegst am Freitag wieder zurück? Ja. So, und dann wirst du die Videos anschauen und wirst sagen, warum in Gottes Namen war bei dem Auto keine Spülmaschine drin, aber darüber kann man reden. Genau, darüber können wir gerne sprechen, das passt schon. So, Länge ist nicht zu lang. Daneben steht ein Actros und das ist dann nochmal ein Ticken höher, aber es macht gar nicht so viel aus. Ich denke mal so 20 cm, oder? Ja, noch nicht mal, also 15 cm um den Dreh macht das aus, genau. Der Tego ist halt noch die etwas kleinere Variante, aber ich finde persönlich ein super ausgewogenes Chassis. Hat jetzt in diesem Fall ja auch das große 15-Tonnen-Chassis drunter, also Zuladung ohne Ende. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Der war noch nie zugelassen? Der hat eine Erstzulassung, aber es ist nur eine reine Tageszulassung und wurde aber nicht genutzt. Das heißt, wurde weder drin geschlafen, noch gekocht, noch irgendetwas anderes. Der wurde jetzt hier als Ausstellungsfahrzeug genutzt und ist der letzte Centurion Atego dieser Generation, den wir noch haben. Weil der Centurion wird ja nicht mehr auf dem Atego angeboten. Also das muss man kurz erklären. Der wurde am 22.06.2023 zugelassen. Das heißt, er hat jetzt noch weit über ein Jahr Werksgarantie. Korrekt? Genau. Dann ist es so, man kann eine Anschlussgarantie kaufen. Das ist möglich? Ja, ist sogar anders. Wir haben ja momentan die Caravaning-Tage bei uns. Der Wagen kriegt ja bei Abschluss insgesamt 5 Jahre Garantie von uns. So, was ist denn alles dabei bei der Garantie? Da ist alles mit dabei, bis auf das Chassis. Na, also im Grunde genommen ist es so, dass der gesamte Aufbau, Kühlschränke, Markisen, Heizung und so weiter, das ist alles mit inkludiert. Also wenn man jetzt der Motor verreckt nach 3 Jahren, ist er nicht dabei. Ja, wobei, wenn man der Motor verreckt beim Atego, das wäre sehr unwahrscheinlich. Das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Außerdem gibt es ja noch sowas wie Kulanz. Ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Da ist der große Motor drin, der 7,7 Liter. Das heißt, auch die Motorbremse ist bei der Tonnage sehr effizient, oder? Ja, die Motorbremse ist sehr effizient und mit dem Hubraum fährt er die Kasseler Berge auch noch ohne jedwede Mühen, auch wenn ein Fiat 500 hinten drin steht, noch hoch. Komm, wir gucken mal hier aufs Preisschild. 1090, 30 cm länger, der hat die Oldtimer-Garage. Da würde jetzt auch noch ein Mini reinpassen. 771.890 Euro steht jetzt hier. Das heißt, der ist rund 200.000 Euro günstiger, der Atego. Was ist noch ein Unterschied gegenüber dem Actros? Kann man das über einen Kamm fahren? Oder ist das hier, ich sag mal, das ist ja beides Centurion, oder? Nee, auf der linken Seite haben wir tatsächlich einen Liner, rechts ist der Centurion. Wenn wir den gleichen daneben als Centurion stellen würden, können wir nochmal gut 100.000 Euro draufrechnen. Also noch teurer? Nochmal teurer, weil der Centurion, den gab es jetzt als Daily und als Atego und als Actros und ab sofort gibt es den ja nur noch als Actros. Das heißt, wer dann wirklich einen Centurion möchte mit all seinen Vorteilen, ja, der muss dann auf ein größeres Chassis greifen. Also 569.900 Euro, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar? Genau, die ist ausweisbar. Ja. So, also ich kann eigentlich nichts falsch machen. Das heißt, hier habe ich eine PKW-Garage mit drin, werden wir gleich mal sehen. Bedeutet auch, du hast Echtglasbeplankung hier selbstverständlich in dieser Klasse, oder? Also es gibt ja mehrere Unterschiede noch zum Liner. Ist auch ganz praktisch, dass er daneben steht. Wir haben einmal die gesamte Beplankung, die ja serienmäßig mit dran ist. Wir haben die kompletten Busklappentechnik integriert. Da bin ich ein totaler Fan von, weil wir wirklich eine komplette Außengrafik haben. Ich zeige das mal hier drüben. Da sieht man jeweils die Ausschnitte wie beim Charisma, beim kleineren oder beim, wie heißt der ganz kleine, Credo? Genau, beim Credo gibt es das auch, ja. Ja, gibt es das auch. Hier ist ein bisschen anders. Ich hoffe, du siehst den Unterschied, oder? Ich bin ein Fan von denen. Von den Busklappen? Die haben Knöpfe. Ja, mach mal auf. Bin mal gespannt. Bei deinem Glück. Die haben Knöpfe, das heißt, die haben keine Sensortasten. Das heißt, du drückst drauf und wie von Geisterhand öffnet sich diese Klappe. Drunter ist letztlich das Gleiche, oder? Genau, drunter ist das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die Busklappen komplett in einer Gummiseele gelagert sind und dadurch bekomme ich halt eine sehr, sehr homogene Oberfläche von außen. Aber es ist natürlich alles Geschmackssache. Hast du Bock? Ja, ich bin totaler Fan von dem Bus. Nee, ich meine Gurtbock. Ach, ein Bock, genau. Tatsächlich durch eine Barversion. Da sieht der Experte ja dran, dass es eine Barversion ist. Dann, wenn du mal kurz der Jan erklärst, was ich mit Bock gemeint habe. Also es gibt einen Gurtbock. Genau, es ist so, dass die Anschaltplätze müssen alle mit dem Chassis verbunden sein. Und wenn ich hinten einen Gurtplatz habe, muss der auch mit dem Chassis verbunden sein. Und da sehen wir, dass der oben hat er ja so einen Profilrahmen dran.
Und der ist mit dem Sitz verbunden und unten rechts ist er mit dem Chassis verbunden. So, und da ist jetzt ein Sitz drauf. So, jetzt pass auf, dass du dir an deinen Busklappen nicht die Augenbrauen blutig schlägst. Denn das ist schon in der Höhe. Genau. Wenn du da mit dem Fahrrad gegenfährst, dann weißt du, was du erlebt hast, oder? Genau. Da wäre ich lieber vorsichtig, ne? Also so ein Fahrradfahrer will man damit nicht runternehmen. So, die Tür selber hat zwei Raststufen. Das heißt, wenn die aufgeht, geht die erstmal nicht ganz auf. Mach mal bitte auf, mach mal ganz zu. Und dann öffne mal die Tür. Gucken, ob ich recht habe überhaupt. Ja, nicht, dass ich. Und jetzt einfach kommen lassen. So, ich nehme alles zurück. Das heißt, man muss hier beim Öffnen der Klappe die Tür schließen. Genau, die ist zu schließen, damit man da nicht gegenstößt. Ist halt die größtmögliche Klappe, die für die Durchlade verbaut wurde. Ja, ein bisschen vorsichtig bei der Tür sein, dann passt das. Hat Alus. Ja, natürlich. Das braucht so ein Fahrzeug auch. Also ich sag mal den Unterschied. Das ist jetzt ein Actros, der hat noch größere Räder. Aber es gibt auch noch eine bittere Pille. Der Service beim Actros ein gutes Stück teurer. Also die Unterhaltskosten sind nicht unwesentlich teurer, sondern man muss schon für eine große Inspektion mal 7.000, 8.000 Euro in die Hand nehmen beim Actros. Genau, auch da wird ja so ein bisschen eher die Zeitwartung fällig werden. Ich glaube nicht, dass der dann auf die Kilometerleistung kommt, die da üblich ist. Und das muss man dann tatsächlich, ja, mit akzeptieren. Ja, akzeptieren. Beim Atego viel günstiger, also da kann man überhaupt nicht vergleichen. Du weißt, über was wir reden. Actros, Fernreisefahrzeug, gibt zwar auch für den Nahverkehr so ein Actros, aber das ist hier, glaube ich, schon von der Tonnage. Was haben wir hier von Actros drunter eigentlich? Das müsste ein 18-Tonner sein. 18-Tonner, genau. 430 PS, das ist schon Fernreise, oder? Genau, 18443L, also das ist schon ein großer Actros mit seinen 430 PS. Und hier haben wir eine ähnliche, muss man mal selber gucken, was hat denn der für eine Leistung? Der ist wahrscheinlich bei 300. Ja, 300 PS hat er. Das ist ausreichend, glaube ich, oder? Definitiv. Man darf ja die Zuladung nicht vergessen. Die werden ja in der Größe auch als 12-Tonner gebaut. Hier ist es ein 15-Tonner. Und der wird mit Sicherheit eine Zuladung haben von 4 Tonnen, sowas um und bei. So, welcher ist denn leiser? Actros oder Atego? Also der Atego ist schon leiser, obwohl der Actros ja mehr Hubraum hat. Aber der Atego ist einfach laufruhiger. Also ein schönes Fahrzeug. Es gibt für und wider. Es gibt auch Leute, die sagen, an meiner Haut kommt nur Wasser und CD. Also nur Actros oder nur Atego. Wir zeigen mal kurz die Busklappe. Das ist die andere Seite, gell? Genau. Ja, das Schöne ist ja, dass wir beide Chassis hier stehen haben. Und etwas länger drücken? Nee, eigentlich nicht. Dann ist die Seite wahrscheinlich noch zu. Ja, ich guck das mal. Ich guck nochmal drüben. Du weißt, warum man eine Seite schließen kann, Can? Die ist offen. Okay. Mal schauen. Ja, nicht schlimm. Wahrscheinlich aus. In interessanter Weise seid ihr auch Concorde-Händler, ne? Genau, reiner Zufall natürlich. Ist hilfreich, oder? Wenn ich so ein Auto kaufe. Also viele finden die auch am freien Markt. Hier kaufe ich beim Concorde-Händler. Das heißt, wenn irgendwas ist, ihr habt eine große Werkstatt. Also sowas kann immer mal was sein. Also das gerade in den ersten 6 Monaten mal, ich sag mal, Kleinigkeiten zum Beispiel. Also ich sag mal, es ist ja auch gerade ein Haus auf Rädern. Und dass da mal Schubladen eingestellt werden müssen. Oder auch, dass wir die Programmierung so vornehmen von der Mastervolt-Anlage, dass es auch wirklich passt für den Kunden, dass wir zum Beispiel Wechselrichter und sowas runterfahren lassen für die Nacht. Das sind alles Einstellarbeiten. Genau. Wir haben noch eine Kleinigkeit, die würde ich gerne noch mal zeigen. Das ist nämlich gerne. Ein kleiner Seilzug hier. Und wenn man den nämlich zieht. Der Anlasse. Dann geht nämlich die Klappe auf. Ja. Interessant. Die hat nämlich kein extra Schloss. Weil die Klappe darf, glaube ich, nicht automatisch verriegelt sein. Also die ist nur zu öffnen von innen über einen Seilzug, weil da Gas drin ist. Ich glaube, das darf man gar nicht. Das darf man gar nicht, aus Sicherheitsgründen. Und ich persönlich bin auch froh drum, dass wir da kein kleines Schloss eingebaut haben. Weil sonst hätten wir in der Außengrafik halt wieder einen Schlüssel irgendwo benötigt. Und so. Ja. Da drunter ist übrigens der. Das Ersatzrad, was man hoffentlich nie braucht. Der kann ja immer irgendwas sein. Ja, mach mal zu. Genau, und da siehst du. Da ist noch der Gastank drunter. Da ist ein Gastank drin. Genau, 125 Liter. Und auch das ist mehr als ausreichend. Also 125 Liter haben wir uns auch. Wir haben 120 Liter bei uns drunter. Und der Gastank geht langsam zur Neige. Es könnte also kalt werden heute Nacht. Echt? Nee, kann es nicht, weil wir auch eine Stromheizung haben. Ja, genau, und zur Not habt ihr noch einen Gasflaschenkasten. Achso, dann kann ich dir Bescheid sagen. Mal, genau. Über eine Gasflasche kann man ja reden. So, also hier Stromeinspeisung. Die Stromeinspeisung geht hier links, oder? Da geht das durch. Genau, das ist ein Deckel, den kann man hochnehmen. Und da haben wir auf der rechten Seite die Kabeldurchführung, dass auch keine Mäuse und so weiter durchkommen.
Der hat jetzt hier aber 800 Watt Solar drauf, das heißt, so häufig muss man den nicht an Strom anschließen. 800 Watt Solar, dann links Super Sense Sensoren, die prozentgenau anzeigen, wie viel Füllstand die Tanks haben. Genau, das haben wir für alle drei Tanks, also von links nach rechts Grauwasser, Schwarzwasser und Frischwasser. Und das kann ich oben alles über das Board-Display sehen. So, eine alte 3020 mit einer alte Flow. Auch hier kann ich wieder duschen. Der hat wahrscheinlich viel Wasser, ne, an Bord. Ja, das ist sehr, sehr viel. Also es kommt immer darauf an, was der Kunde natürlich gerne möchte. In der Regel sind es ja diese knapp 500 Liter. Aber wir können zum Beispiel auch einen Zusatztank einbauen. Das haben wir gerade beim Kunden gemacht. Der hat dann nochmal 350 Liter zusätzlich. Das ist immer die Frage, wie viel man dann wirklich mitnehmen möchte. Und die Spülschläuche sind jetzt hier. Hast du eben gesehen, beim Phoenix gab es ja diese Außenanschlüsse für die Spülschläuche. Mhm. Und das sind jetzt die Spülschläuche jeweils dran. Und die schließt man per Gardena an. Geht auch, kann man auch machen. Ist natürlich jetzt immer so ein bisschen für und wieder. In der Außengrafik hat man sich jetzt hier dagegen entschieden, weil wir natürlich ein komplett gleiches Außenbild haben. Sehr schick. Also, alte Heizung, Echtglasbeklankung, Beplankung, Echtglasfenster. Und, ja, guck mal hier. Denn du darfst da mal reinsteigen. Geh ruhig mal rein, John. Okay. Du bist ja yogamäßig unterwegs und die John verschwindet komplett in der Garage. Und ist jetzt mal drin, mach mal zu. Und ja, mach ruhig mal zu. Die Fernbedienung von der Tür hinten ist wo? Die ist tatsächlich drin eingebaut, also kann sie die Klappe auch selbst öffnen. So, sollen wir mal machen. Das ist genau auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Geh mal rüber, John. So, da. Mit hoch und runter oder ist das fürs Auto? Nee, hier vorne ist es direkt. Oder also da in der Mitte. Da in der Mitte. Ah ja. Genau. Und da einmal rechts drauf. Das heißt, du machst hinten die Klappe auf, die Seitenklappe auf, ja, und dann kannst du die Tür aufmachen. Gucken wir uns das mal an. Es geht hoch. Ja, ist ja pfiffig gelöst. Ist das zuverlässig, die Hydraulik? Ja, das ist eine Lift-Up-Garage. Die Hydraulik kommt von HPC, ist ja ein sehr bekannter Hydraulik-Konstrukteur für die Reisebranche. Die Side-Outs werden zum Beispiel auch von HPC dann mit Hydraulik versorgt. Und durch diese Lift-Up-Garage brauchen wir wenig Platz. Und ich finde, es ist einfach wahnsinnig erhaben, als wenn eine Klappe nach hinten normal Standard öffnet. Ja, in der Hoffnung, dass sie immer auf und zu geht. Aber du sagst von HPC, die bauen ja solche Baustützen für Kräne und Bagger. Und hast du nicht gesehen? Ne? Ja, das zum einen. Also die müssen ja auch funktionieren, gerade auf einer Baustelle. Wenn da was ausfällt, wird es teuer. Und zum anderen ist es so, dass wir auch immer eine Notbedienung haben. Wir haben auch immer das hydraulische Aggregat, genau wie bei der Hubschutzanlage, separat. Die hatten das vorher mit der Spindel gelöst. Das haben sie denn abgelöst gegen Hydraulik? Das wurde komplett gewechselt. Die Hydraulik arbeitet deutlich, ja, sag mal, zuverlässiger als die Spindel, weil so eine Spindel kann verdrecken und das ist natürlich der große Nachteil. Hi! So, und hier passt ein Fiat 500 rein, sagst du? Ein Fiat 500 und noch die großen Lithium-Batterien drin. An der Mitte. Wir können die gerne mal öffnen. Das ist ein Original, habe ich gesehen. Genau, das ist alles auch von Mastervolt, also entsprechend ordentlich Technik drin. Mach mal auf. Die ist hier oben festgeschraubt. Ja. Wir können von der Seite gucken. Was hat er drin an Lithium? Das dürften 3x460 sein. Echt? Also ordentlich Power. 1200 Ampere Watt schon. Lithium, genau. Ja, man darf immer nicht vergessen, die werden ja noch anders. Also wir haben ja beim Centurion ohnehin 24 Volt Technik. Die muss man ja ohnehin noch mal ganz anders betrachten als 12 Volt. Also das Fahrzeug ist wirklich top autark. Also nicht nur das Chassis hat seine 24 Volt, das ist ja Standard bei den LKWs, sondern auch die Bordelektronik ist auf 24 Volt, statt 12 Volt wie beim Liner. So, siehst du hier. Und ja, wenn du mal reingehst und aufrechten Schrittes einfach mal drinnen wanderst, dann sieht man auch mal die Höhe. Das ist auch ganz praktisch, sie kann aufrecht drin stehen, ist auch prima für irgendwelche Motorräder. Genau, Motorräder, Quads. Also wir haben auch die Batterien schon umgesetzt und an die Frontseite rangesetzt, wenn die Kunden hier unten noch einen Quad stehen hatten. Und ja, kann man super flexibel nutzen. Ist wie eine Garage auch zu Hause. Was ist das hier für eine Fernbedienung? Das ist für die Winde. Da haben wir zwei Möglichkeiten, oder beziehungsweise drei. Einmal die Fernbedienung, einmal den Knopf fest eingebaut und einmal eine App. Darf ich hier mal sehen, die Fernbedienung? Ja. Wie die aussieht. Ach, wie goldig. Und die ist entsprechend lang, weil ich muss mich ja am Ende des Fahrzeugs hinstellen, um dann reinzufahren. Ja. So ein Auto ist
Toll, wenn du am Urlaubsort bist. Du kannst nämlich auch mal 5, 6, 7, 8 Kilometer ins Landesinnere einen Campingplatz finden, wo du noch Plätze hast und fährst dann mit deinem Auto zum Strand. Genau, ich sage immer so ein bisschen Beiboot zu Wasser lassen und dann einmal vorher erkunden, ne, wenn man die entsprechende Zeit hat, und man ist natürlich viel flexibler. Man kann natürlich heutzutage auch über ein Auto mieten, das ist immer so ein bisschen das Gegenargument. Aber man macht es kompliziert. Man macht es auch nicht. Also, dann hast du irgendwelche Schäden und dann sagen die, was weiß ich, dass es schon vorher war oder eben auch nicht, und dann ärgert man sich wieder. Dann auch ein Auto kriegen jedes Mal. Also viele verbringen tatsächlich ihre Zeit dann auf dem Campingplatz. Und ja, ein Kumpel von mir hat gerade einen Concorde gekauft, also mit Garage. Hatte vorher auch einen 910 Li, ein Charisma. Und sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die fahren an die Mosel auf irgendeinen Platz, laden das Auto aus, Sache von 3-4 Minuten. Also er ist jetzt auch, er sagt, er hat das Auto schneller ausgeladen als die Fahrräder. Ja, das geht wirklich fix durch die Seilwinde. Und man könnte hier rein theoretisch sogar noch die hydraulische Plattform von Concorde nachrüsten. Muss dann überlegen, ob es einem wert ist, wenn man da natürlich schnell bei 30.000, 35.000 Euro liegt. So, der Unterschied? Also, wir können das mal kurz erklären. Wenn du das Auto hier reinfahren möchtest, dann ist was zu tun, lieber Luca. Dann nimmt man die kleine Expanderseile hier weg von den Schienen, dass wir sie rausziehen können. Das macht der Luca mal gerade. So, zieht die weg. Dann kommt hier drunter. Komplett rausziehen. Klong. Das war ein schönes Geräusch. Dann werden hier eingehangen und dann? Genau, dann entfernen wir das Keil, dann können wir die Seilwinde auf das Maximum ausfahren und können dann an den Pkw festmachen. So, und dann wird der Pkw per Seilwinde reingezogen. So, jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Wie könnte die gehen? Überleg mal, also jetzt wird der Pkw mit einer Seilwinde reingezogen, auf eigenen Rädern. Ich gebe dir schon Tipps. Der rollt auf eigenen Rädern, die Räder rollen in die Garage rein. Wie könnte es noch gehen? Also, wir können dem bösen Spiel ein Ende machen. Die Plattformlösung, lieber Luca. Luca, erklär mal. Genau, das ist im Grunde genommen, kann man sich das so vorstellen, statt dass man hier eine manuell ausgezogene Auffahrschiene hat, hat man eine komplette Plattform, die hydraulisch rausfährt. Das heißt, du hast eine komplette geschlossene Fläche, die einmal rausfährt, du fährst raus und drauf und dann fährt die gesamte Plattform mit dem Pkw rein. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Liner nebenan drin. Das muss aber und einiges halten, ne? Das muss einiges halten. So, das ist von außen nicht zu sehen. Der Unterschied sind aber zwischen 35.000 und 40.000 Euro mehr. Und dafür kann man dann auch mal das Auto hier verladen. Das funktioniert so, du fährst wahrscheinlich leicht hier auf die Rampen drauf, so ein bisschen. Genau, man fährt vorne an die vorderste Spitze der Rampe drauf, fährt die Luftfederung hinten komplett runter, vorne hoch. Und dann stellst du den Pkw auf neutral und ziehst den Wagen tatsächlich einfach vorne rein. Und dann kannst du durch die seitlichen Staufächer auch den Vorderreifen verzurren, wie du es auf dem Pkw-Trailer halt auch machen würdest. Und später raus? Genau, der gleiche Weg, andersrum. Also wieder komplett entpacken und rausrollen lassen. Und der fällt dann raus quasi durch die Schwerkraft? Genau, wir machen eine Müllpresse draus und dann, durch das Schiefstellen des Fahrzeugs, dadurch, dass wir vorne Luftfederung hochgehen, kannst du dann ganz einfach den rausrollen lassen an der Seilwinde. So, und der hängt dann hier dran. Da vorne ist so ein Haken dran, den macht man wahrscheinlich fest, Abschlepphaken oder sowas. Genau, an der Abschleppöse wird er festgemacht und dann wird das Fahrzeug einfach reingezogen. Okay. Und das ist so ein bisschen immer die Sinn und Frage von der ganzen Geschichte. Ich kann natürlich einen Arktros nehmen, ich kann natürlich eine Plattform nehmen. Nur am Ende des Tages bist du immer 200.000 bis 300.000 Euro teurer. Und ich finde, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es so sagen darf, wirklich schon deutlich besser. Man sieht es auch innen gar nicht so richtig. Also der Innenraum ist vollkommen identisch. Genau. Das Einzige, was anders ist, das Cockpit. Der andere hat natürlich noch ein bisschen mehr Hubraum, ist ein bisschen höher. Warum? Die Reifen sind einfach größer. Also dadurch, dass die Reifen größer sind, bist du automatisch höher. Stell dich mal bitte daneben, Jan. Dann, wenn ich mal kniest und mal so tust, ob du den ganz lieb hast, den Reifen, so ein toller Reifen, und jetzt das gleiche mal mit dem anderen Reifen machst, dann siehst du den Unterschied. Das ist im Vergleich dazu ein Reifchen. Und, aber es ist ja auch relativ. Also wenn du da jetzt natürlich so einen kleinen Daily daneben machst. Ja, mit dem Daily ist es zum Beispiel gar nicht mehr vergleichbar. Und ich meine, das sind ja schon vom Abrollkomfort, es sind ja auch Zwillingsbereifungen. Das ist ja schon eine kleine Walze für sich. 285er Reifen mal 2. Genau. Also vollkommen ausreichend. Denkt immer dran, wenn ihr zum Service fahrt, werdet ihr glücklichen Auges sagen, Mensch, was habe ich wieder an Geld gespart. Ja, das Thema Slide-Out, ist das schwer zu aktivieren hier?
Slide-Out hat das Fahrzeug so nicht. War Spaß. Actros dann wieder, ne? Aber wir haben zumindest mal 2,50 Meter breit, oder? Genau, 2,50 Meter Breite und das ist schon ein ordentliches Raumgefühl. Jan, das erste Mal im Centurion. Genau, spring mal rein. So, wir haben nämlich kurz vor Beginn dieses Videos ein Gebrauchtfahrzeug gezeigt in Saarbrücken. Und da waren wir drin und das Raumgefühl hier ist natürlich mehr als üppig. Das ist, ja, also ist schon Luxus pur. Es riecht nach feinstem Leder. Leder. Mhm. Ist gemütlich? Ja, sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Also wenn du überlegst, du kannst auch jetzt ein Charisma zu ähnlichen Kosten konfigurieren, ne? Ja, schon Wahnsinn, weil die Charisma sind ja auch im Preis immer mehr gestiegen. Und es ist hier ein Vorjahresmodell, dadurch spart man sich natürlich die Zwischenpreiserhöhung, die dazwischen war. Und mittlerweile bist du beim Charisma auch schnell bei 460.000 Euro. Hör mal, du kriegst jetzt einen neuen für 569.000 Euro von einem Concorde-Vertragspartner mit wie vielen Jahren? 5 Jahren Garantie? 5 Jahre Garantie, ja. Also mindestens 1,3, 1,4 Jahre noch für das Chassis. Mhm. Und der Rest, der ganze Aufbau, 5 Jahre. Was kann man da falsch machen? Man kann ja sogar noch beigehen und eine Anschlussgarantie bei Mercedes nehmen und dann hast du auch das Chassis mit abgedeckt. Okay, also wenn man das haben möchte, aber du sagst im Normalfall. Also so ein Mercedes, der läuft, hat ja seine Gründe, dass das so weit verbreitetes Chassis ist bei uns. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. So, Barversion ohne Stütze. Gibt es mit und ohne? Also bei Concorde können wir komplett darauf verzichten. Wir haben einen schönen freistehenden Tisch und der ist trotzdem super belastbar. Und hier vorne können wir ihn dann nochmal komplett ausziehen. Also was mir gut gefällt ist, hat kein Hubbett. Und hier vorne könnte noch eine Person schlafen. Man kann die Polster wegnehmen. Das geht. Das ist noch ausziehbar. Beim Centurion hast du die Möglichkeit, die Sitze noch komplett auszuziehen. Und dann hast du eine Liegefunktion. Ja. Das ist natürlich praktisch, wenn ich Fernsehen gucken will. Wahrscheinlich ist der Fernseher auf der Seite, oder? Genau, der ist da drunter. Das ist jetzt ein 40 Zoller. Und ist im Oberschrank integriert und auf der anderen Seite haben wir dafür den Schrank komplett frei. So, wir gucken uns mal das Cockpit an. Und Giannalina, komm mal her. Hast du einen Schlüssel hier? So, und die Gian ist bestimmt nämlich... nicht. Ich habe gerade noch alle Klappen aufgemacht. Aber bestimmt. Hol ich dir den Schlüssel. Ja, genau, gehen wir holen. Und da sind übrigens Luftschwingsitze. Natürlich dabei ein System. Du darfst dich mal hinsetzen, den Sitz auch schon mal in Richtung Cockpit drehen. Damit du dich schon mal dran gewöhnst, dann mach ihn dir mal so, wie es dir gefällt. Der Luca gibt dir mal den Schlüssel. Genau, ich reich dir schon mal den richtigen Schlüssel an. So, und jetzt. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Sachen gelernt. Was ist das hier unten? Ist hier immer noch zu weit weg. Dieser Hebel? Das ist die Handbremse. Die Handbremse, sehr schön. So, steck mal rein. Ist aber schön gemacht mit dem. Du kannst den Sitz weiter runter machen, ne? Weil du bist jetzt ja sehr hoch. Mit der linken, an der linken Seite hast du so einen breiten Hebel und da kannst du die Luft wieder runterlassen. Der breite. Der kleine ist. Sonst machen wir die Zündung an, dann kannst du ihn bestimmt einstellen. Dann funktioniert es. Also, Zündung an. Ganz schön klein vorne. 6 Zylinder. Ja. Ist leise. Ja, das ist der Vorteil bei Matego, dass der tatsächlich noch sehr kompakt ist. Okay, also wenn man dann hier unten sitzt, ist natürlich. Achtung, Trittstufe, sagt er jetzt hier. Wir machen mal gerade alles aus. Und fahren mal die Trittstufe rein. Gegen das nächste Fahrzeug. Die Trittstufe ist noch drin. Genau, und die Klappen sind natürlich auch noch nicht abgeschlossen. So. Aber jetzt ist er ja aus. Und so, jetzt hast du einen Angriff. Er ist viel leiser, wie ich dachte. Ich habe gedacht, er wäre viel lauter. Ich glaube, Concorde macht zum Thema Geräuschdämmung einiges. Ja, weil sie Chassis ja auch selbst umbauen bei sich im Werk. Das ist ja ein absolutes Novum. Normalerweise macht das ja immer ein Subunternehmen oder ein Zulieferer. Und in diesem Falle machen sie es tatsächlich selbst. Und ich finde, wenn du da vorne im Cockpit sitzt, ist es auch wirklich übersichtlich. Also jetzt finde ich es ganz angenehm, jetzt wo ich unten bin. Ne? Ja. Aber vorher, so gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, dann mach mal, bitte mal Fuß auf die Bremse. Kommst du gut ran an die Bremse? Mhm. So, mal hier wegnehmen. Hier ist schon klar, dass da vorne dran. Ja, passiert nichts. So, mal, ja. Wenn du mal kurz Gas gibst, gib mal ein bisschen Gas. Gib doch mal, ja, einfach nur Gas, ist ja kein Gang drin. Ja, der rollt ja nicht. So, die Handbremse ist fest, kein Gang drin. Oh, ah ja, der Gang ist ja hier. Ist nicht drin. Krass, da hast du jetzt. Geht eigentlich, ne? Power hast du drunter. Ich meine, er fährt zwar jetzt noch nicht, aber so wirklich laut klingt das jetzt nicht.
Man sieht das ja auch im Drehzahlbereich, ne? Wenn man jetzt mal schaut, im grünen Bereich fängt er bei 1100 an und endet irgendwo weit vor 2000. Das heißt, da ist er schon wirklich sehr niedrig, tourig unterwegs. Ja, das meistens wird er so um die 1000 rumkrusen. Gibt es Länder, wo ich auch 100 fahren darf mit so einem Wohnmobil? Ich glaube, in Frankreich darfst du schneller fahren. Darf man das tatsächlich. In Frankreich ist es möglich, in Deutschland sind es halt 80 km/h. Und genau, das ist fürs Drucklufthauen. Mach mal. Hat die Jan schon entdeckt. Ja, mach. Wie so ein kleines Kind, ey. Sofort den Schalter gesucht. So, der Kollege hat gerade... Der Kollege hat gerade einen Herzinfarkt da draußen gekriegt. So, mach mal aus. Soll ich nochmal drücken, ja? Ja. So, du darfst das Auto mal ausmachen. Schade. So, was aber ziemlich cool ist, du hast eine Birdview-Kamera. Genau, und darüber sehe ich dann tatsächlich alle vier Seiten des Fahrzeugs und rechts zum Knie ist der Schalter zum Umstellen von den einzelnen Kameraperspektiven. Guck mal, Jan. Genau, da kannst du mal draufdrücken auf die Mitte und dann schalten wir damit die Kameramodule um. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Komplettaufsicht. Eine Klappe ist noch offen, deswegen erscheint die da jetzt. So, und du siehst das Auto von oben, Jan. Hier ist jetzt, das ist die offene Garage. Genau, das ist die Heckklappe, die ist natürlich jetzt vor der Kameralinse. Ja. Das ist praktisch, also Birdview ist, glaube ich, muss, oder? Also ich finde, bei so einer Fahrzeuggröße auf jeden Fall, wenn du einen Schaden sparst, dann hast du schon alles wieder raus. Ja, es gibt eine Perspektive, die man nicht absichern kann mit Birdview. Das ist Dachrinnen. Ja, wobei es gibt ja auch eine Dachkamera, die können wir auch ergänzen auf das System. Würde gehen. Ist schön gemacht mit dem Leder hier, oder? Mhm. Außen das Cockpit, also schön beledert. Dann siehst du hier, also ganz ehrlich, ich sehe jetzt da keinen Riesenunterschied. Es sieht so ein bisschen aus wie die Vorgängerversion vom Actros. Also auch mit den beiden Analog-Displays. Aber der Mercedes ist schon immer gern genommen. Der hat hinten wahrscheinlich eine Sperre, oder? Genau, der hat eine Differentialsperre. Das ist oben im schwarzen Tastenfeld. In der Mitte sehen wir das, Sperrdifferential. Und damit kann ich auch, wenn ich mal mich wirklich festgefahren haben sollte, wobei das schon, muss man schon wirklich Mühe geben, um das zu schaffen, da kann ich die Differentialsperre einschalten und dann komme ich da wieder raus. So, der hat wahrscheinlich einen... Tempomat mit eingebaut, wahrscheinlich keinen Abstandstempomat, oder? Genau, das ist auch einer der Unterschiede zum Actros. Der Actros hat einen Abstandsregeltempomaten und der Tego hat einen reinen Notbremsassistenten. Gut, so ein Jena-Zaunsystem ist mit drin. Du hast richtige Jalousien hier mit eingebaut. Auch das Verdunkeln ist ein Traum, Jan. Mach mal bitte Verdunkeln. Einfach oben runterziehen. Guck mal ganz oben. Nee, links oben. Guck mal. Da, genau. Zieh einfach mal runter. Und dann kannst du an der Seite zumachen. Okay, wunderbar. Ja, okay. Vielen Dank. Und dann können wir das gleiche mal auf der Seite machen. Auto ist quasi, da hat noch nie einer reingepupst, oder? Das Auto. Nee, tatsächlich noch gar nicht. Da ist noch weder jemand drin geschlafen, noch die Küche benutzt. Es wurde halt als Ausstellungsfahrzeug genutzt. Das heißt, er wird wahrscheinlich um die 2.500 Kilometer drauf haben. Aber das ist dann auch schon das höchste der Gefühle. Oder was ist das hier für ein Knopf? Das ist die Jalousie. Genau. Für vorne. Okay. So, die schauen wir mal runter. Ach, das ist Sonnenschutz. Genau, das ist Sonnenschutz und dann hast du zusätzlich noch die Jalousie. Das ist ja auch so cool. Die Jalousie ist in der Mitte. Warte mal, das hier? Nee, Mitte. Also rechts von dir, da. Ah, okay, das meinst du. Genau. Da unten ist auch ein Bedienfeld. Und da drückst du drauf. Kann der Wechsel noch angemacht werden? Kann ich mal kurz machen. Das ist auch ganz praktisch. Sag mal, Luca, gab es mal Kunden, die gesagt haben, ich kenne das Fernseher hier oben in der Mitte? Ja, das gab es auch, wobei das Problem ist immer, dass der ja natürlich sehr stark reinragt und während der Fahrt kann es halt wirklich stören. Genau, das sind die Seitenfenster links und rechts. So, Seitenfenster links und rechts. Das ist das erste Mal, dass ich hier sitze und irgendwelche Knöpfe bediene, nur so nebenbei. Elektrisch. Ja, das ist schon ziemlich cool. Okay. Also das Besondere ist am Centurion, dass wir diese Bus-Tastenfelder haben und also mit einem CAN-Bus verbundenen Tasten haben. Das heißt, wir können über dieses eine Tableau diverse Lichter einschalten im Fahrerhaus. Wir haben die Jalousie, wir haben das Beifahrerfenster und zum Beispiel die Frontscheibenheizung. Also hier ist was? Das ist das Licht oben links, okay. Was über dir jetzt noch aus ist. Mhm.
Ja, ich habe jetzt alles bestellt bei dem 910 Li. Ich habe nur das blaue Licht nicht bestellt im Cockpit. Ja, das ist hier aber vorhanden. Das ist hier vorhanden. Ja. Aber ich habe auch lange überlegt, ob ich es haben will. Ich habe gesagt, nee, will ich nicht haben. Ihr bestellt es immer mit. Ja. Ausstellungsfahrzeug, das muss man mal kurz erklären. Ihr seid einer der wenigen Händler, die Fahrzeuge kaufen, um die fest in der Ausstellung zu behalten. Genau. Die werden nicht verkauft. Da kann der Kunde machen, was er will, weil ihr braucht die, um zu zeigen. Damit werden dann praktisch die Bestellungen ausgelöst. Genau, wir bestellen ja ein Komplettkontingent im Vorwege und wir müssen natürlich die Autos zeigen können. Wenn wir natürlich jedes Auto mal sofort verkaufen würden, wäre das natürlich schwierig. Wobei in der Regel kann man nahezu jedes Fahrzeug natürlich kaufen. Dann ist teilweise die Auslieferungszeit einfach ein Ticken länger. Wenn der nächste zum Beispiel jetzt im Juni kommen würde, muss man halt bis Juni warten mit der Auslieferung. Also Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Neufahrzeug ist sensationell. Also wir reden hier, Gebrauchtmarkt habe ich mal so ein bisschen geguckt, da hatten die teilweise hinten die Garagen nicht hydraulisch, waren 3 Jahre alt, die lagen so um die 440.000. Wenn du mal Glück hattest, da hast du schon gut verhandelt, aber einen neuen ja, für 569.900, das ist schon gut. Es ist ja immer noch ein Neufahrzeug in dem Sinne, weil die Tageszulassung, die da drauf ist, ich meine, das ist eine reine Formalie. Natürlich ist es jetzt so, dass das Fahrzeug diese 2000 Kilometer gelaufen hat, aber die wurde nur durch unser Personal bewegt. Also wir haben jetzt da keinen auf die Fernfahrt geschickt und gesagt, fahr mal, keine Ahnung, 600 Kilometer nach Hause. Sondern es liegt einfach daran, dass er mit auf Veranstaltungen war, dass wir ihn zeigen konnten. Wie zum Beispiel das Himmelfahrtstreffen, was jetzt wieder demnächst ist. Da stand das Fahrzeug zum Beispiel auch. Das Himmelfahrtstreffen in Aschbach. Genau, bei Konkord jetzt. Ja. So, und dann hast du einen extrem breiten Raum. Es kommt mir schon fast so vor, als wäre der Slider auch draußen. Er ist sehr breit, oder? Ja, finde ich auch. Das Wohngefühl hier drin. Das ist deswegen, glaube ich, so breit, weil hier oben diese Schrankelemente einfach schlank sind. Die gehen also nach unten verjüngt einfach zu. Die hängen da nicht einfach nur so runter. Dadurch eröffnet sich das, aber überhaupt die ganze Küche ist so lean. Gut, jetzt ist hier nichts eingeräumt. Bei uns sähe es in ungefähr einem Tag anders aus wegen der Can. Ja, bei mir würde wahrscheinlich auch schon links die Kaffeemaschine stehen. Ist doch so, oder, Can? Mhm. Genau so ist es. Es ist immer die Can, die die Unordnung hier reinbringt. Genau. Und ach, und da hinten ist dann wahrscheinlich auch ein... ist das so ein... Wie nennt man das nochmal? Der Tower, der Steckdosentower. Ja, Steckdosentower. Genau. Da haben wir den Steckdosentower komplett drin. Ja, genau. Und von oben haben wir dann auch die Kaffeemaschine. Wobei, das wird ja meistens für was anderes gebraucht. Die meisten haben da Gewürzfächer drin und alles Mögliche. Und dann hier vorne das Öl drin stehen. Dass man ein kleines Inlet reinmacht und dann, naja. Das ist immer so ein bisschen praxisorientiert. Und dann kommt das Gewürzregal so runtergefahren. So, ich stelle dir mal 3 Möglichkeiten, was das sein könnte. Induktion, Strom oder Gas? Gas. Warum? Nee, das ist kein Gas. Kein Gas? Ich weiß nicht, ob das die Abzugshaube ist oder es ist Gas. Was steht denn hier? Okay. Das ist tatsächlich Gas. Es dauert. Ich habe mal gehört, dass das da sein muss, deshalb. Mhm. Genau, das ist die Abgase gehen hier hinten raus. Also ganz normal, wie man auch eine normale Kochplatte zu Hause hat, entsteht ja auch da das Abgas bei der Verbrennung. Mhm. Und das geht hier hinten aber zentral drüber weg, weil wir hier eine geschlossene Glasplatte haben. Was man könnte auch heizen damit, theoretisch. Ja, soll man nicht. Der Vorteil ist aber, dass die Effizienz viel, viel höher ist, ne? Heizen brauchen wir in dem Fahrzeug uns gar keine Themen zu machen, weil wir haben eine Hybridheizung drin. Das heißt, wir können mit Gas heizen, wir können mit Diesel heizen und wir können mit Strom heizen, mit allen 3 Sachen beim Centurion. Ja, und da ist natürlich hier Mineralstoff, echt Glasfenster. Du merkst, wie leise ist hier drin. Die Can hat es letztes Mal zu Recht gesagt, sind die Fenster auf oder zu, hat die Can gefragt. Weißt du noch, sind die Fenster auf oder zu? Ich habe gesagt, der ist so leise und dann hast du gesagt... Das hört sich an, als wäre der Funkel direkt im... Im Wohnmobil. Okay, genau. Das liegt daran, dass wir Kunststofffenster haben und dieses Kunststoff überträgt den Schall natürlich nahezu ungefiltert. Also die Wärme und so, das mag ja alles sein. Aber Glasfenster sind ja viel schwerer und lassen sich dann nicht so leicht anregen durch den Schall. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, man merkt das ja auch hier, wenn man mal gegenklopft, das ist schon eine richtige Scheibe. Das ist ordentlich. Also. Oh, ist das eine Apotheke, oder? Ah ja, das finde ich ganz schön. Genau, hier ist eine Apotheke drin mit der vorderen Front. Und hier haben wir das gleiche nochmal als Längsapotheker. Cool. Ja, das ist nicht mein Mülleimer, ne? Genau, weil wir hier schon gewusst haben, wie es geht, haben wir hier drüben auch noch 2 Apotheker eingebaut. Arbeitsplattenerweiterung ist mit drin. Das ganze Fahrzeug steht auf 120 Liter Gas.
Also man kann richtig schön autark fahren. Die Solaranlage war fast 1 kW, oder? Genau, 800 Watt sind das als Hochvolt-Solaranlage. So, und dann, ja, guck mal hinter dich. Das ist mittlerweile ja in fast allen drin. Über dem Dometic Tower 10 dann die ALG-Mikrowelle mit Grill. Was ist denn das überhaupt ganz oben drüber? Tatsächlich ein Fach noch. Ach so, okay, einfach ein ganz normales. Ja. Ich habe der Jan früher erzählt, als Kind, wenn die nicht still waren, da wird die Jan sich dran erinnern. Kannst du dich noch dran erinnern? Als du klein warst? Will er nicht aufgehen, oder? Nö. Festhalten. Ja? Nö. Ja, weiß ich gar nicht. Frech. Du hast mir erzählt, dass du auf den kleinen dreieckigen Knopf in der Mitte drückst. Und dann? Zählst du runter und dann explodiert das Auto. Das war mal so, die haben natürlich die Zwillinge hinten am Rücksitz, haben die immer unglaublich hier Balava gemacht. Und dann habe ich denen einfach erzählt, der dreieckige Knopf, das ist die Selbstzerstörungseinrichtung und in 10 Sekunden explodiert das Auto. Und dann haben die nach 5 Sekunden waren sie ganz ruhig, 4, 3 und haben gesagt, mach den Knopf aus! Genau. Das Auto explodiert. Und dann haben sie leider so im Alter von 9 oder so haben sie den Schwitz bekommen. Noch schlimmer war aber, ich bin ja ein Roboter. Wie? Nee, erzähl. Dann muss ich mir sagen, was du tun sollst. Und du hast nichts voneinander gemacht. Echt? Ja, beim Autofahren. Was habe ich gemacht? Wir mussten dich lenken im Prinzip. Echt? Mhm. Ach so, und dann bin ich ja links gefahren und das war im echten Straßenverkehr. Mhm. Habt ihr Angst gehabt? fahr rechts. Ja, ich war ein verrückter Vater, muss ich sagen. War ich eigentlich ein guter Vater? Oder? Das ist schön. Denk an, die Kamera läuft. Und die Überweisung für den Dreh war noch nicht raus. War ich ein guter Vater eigentlich? Jetzt habe ich gesagt, wenn du mein da warst. Das ist gemein. So, also ganz viele Schränke. Ich glaube, wir wechseln mal das Thema, bevor das so persönlich wird. Es ist sehr schön, dass er so viele Schubladen hat. Das muss man ja mal neidlos anerkennen. Ja, man muss auch irgendwo die Zuladung auch sinnvoll nutzen können. Und hier ist natürlich noch ein Apotheker drin. Mach mal auf. Bei einer oder zwei oder drei hätten ja nicht gereicht, genau. Sag mal, Zuladung, über was reden wir denn hier, wenn das Auto drin ist? Also wenn der drin ist, der PKW, habe ich trotzdem noch ungefähr knappe 2 Tonnen Zuladung, das auf jeden Fall. Mhm. Das schnellste Zuladen im Fahrzeug ist natürlich der PKW. Wenn ich nämlich einen Smart einlade, ist es bestimmt eine Tonne. Wenn ich so einen Fiat 500e habe, bestimmt auch 1,3 Tonnen. Mhm. Das geht ja schon ziemlich schnell. Und das Interessante ist, wir haben ja auch das selbst mal getestet. Wir wollen ja selbst mal wissen, wie das ist mit dem Fahren. Du merkst das nicht vorne, ob da ein PKW drin ist oder nicht. So, sogar der Spritverbrauch ist nahezu identisch. Das merkst du gar nicht. Das ist Wahnsinn. Der zieht das so weg einfach. Ja, das Badezimmer kann man trennen durch eine große Tür und auf die kann man verriegeln. Gibt es ein kleines Schloss mit dabei, John hat es geöffnet. Dann wird hier geschlossen und dann geht es dann zu. Das ist auch ordentlich entkoppelt. Genau, 10.000 auch mal eben weniger, weil da eine Kante drin ist. Was hat er? Ja. Hast du? Den Hebel hier gerade auf der Position gehabt. Und habe gesagt, sollen wir vielleicht vorher einmal so komplett hochklappen. Ich mein, Guck mal hier, wie schön das ist hier mit dem Glas hier, Luca. Das hat auch tatsächlich nur der Centurion. Der bekommt eine komplett gerundete Glasoberfläche in der Küche. Wow, guck mal hier unten. Das heißt also, die ganze Glasoberfläche leuchtet erhaben und erfreut mich die nächsten 30 Jahre Nutzungsdauer. Ja. Das hoffe ich doch. So sieht's aus. Sehr schön. Ungefähr die Nutzungsdauer. Wie lange werden die denn genutzt? 8 Jahre, 10 Jahre teilweise? Das gesamte Fahrzeug durch alle Fahrzeugbesitzer? Boah, 35 Jahre würde ich mal schätzen. Nee, ich meine jetzt für, ich sag mal Nummer 1. Sind ja oft die Leute, kaufen die nach einer gewissen Zeit, weil die sagen, okay, ich habe mich jetzt satt gesehen, 6 Jahre im gleichen Auto, 8 Jahre im gleichen Auto, jetzt kommt das neue Design. Sehr unterschiedlich. Also wir haben einige Kunden, die fahren damit 10 Jahre lang. Es gibt andere Kunden, die wechseln vielleicht alle 4, 5 Jahre. Und genauso gibt es auch Kunden, die wechseln jedes Jahr. So, jetzt kommt die Regendusche, die John mal gerne ausprobieren würde. Ist der Tank voll? Ja, den haben wir leer gemacht, aus hygienischen Gründen. Ja. Das ist schon, wie sie lacht immer. Das ist auch das, was die Leute immer sagen. Die John ist immer so fröhlich und du bist immer so der Grießkram. Dieser Schrank hier, der wird gerne benutzt für eine Waschmaschine, habe ich gehört. Ja, der passt sogar in eine Miele-Waschmaschine rein. Also wenn man möchte, oder eine Tiny Wash, geht beides. Und selbst wenn ich den Kleiderschrank schon richtig schön vollgeballert habe mit Technik, mit Waschmaschine, was auch immer, habe ich immer noch einen Ort zum Hängen in diesem Fahrzeug. Und das finde ich ganz genial. Mhm. Wo denn? Das ist nämlich der Kleiderschrank hier auf der linken Seite. Ach, da! Cool. Der kommt nämlich seitlich raus. Verarschst du mich?
So, ich darf mal. Dann bitte schön mal so einen Kleiderschrank. Ich darf mal eine Lanze brechen für 10,60 Meter. Also viele sagen, ja gut, wenn 10,60 Meter, mache ich 11,60 Meter oder auch direkt mal 12 Meter. Also unter 11 Meter zu fahren ist schon deutlich angenehmer. Ich meine, beides geht am Ende, das ist gar kein Thema. Aber ich bin bei 10,70 Meter noch deutlich flexibler, weil der halbe Meter macht da schon noch einen Unterschied. Das ist riesig. Also auch das Thema. Das Verhältnis zu der Spurbreite, Achsabstand, das alles ist so, dass du eben nicht 17 Mal zirkulieren musst, ja, obwohl du natürlich eine mitlenkende Hinterachse hast. Ich selber habe schon einen Unfall miterlebt auf dem Platz von Klaus Hühnerkopf, auch in Concorde, hat hinten ausgeschwenkt und hat ein ganzes Reisemobil mitgenommen. Er hat es noch nicht mal gemerkt am Anfang, bis sie alle geschrien haben, stopp, stopp, stopp. Es waren die letzten 15 Zentimeter. Das passiert. Problem ist diese mitlenkenden Heckachsen, dass der Einschlag schon sehr extrem ist und dadurch kommt das Heck natürlich umso stärker rum. Und dann kann man auch mal ein bisschen mit abräumen. Ne? Das kann schnell teuer werden. So, und das ist auch ein beheizter Heizkörper. Nee, ein beheizter Heizkörper. Ein Handtuch-Heizkörper ohne Rippen. Ja, und da ist nämlich in der Wand ist die Schlaufe tatsächlich gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Handtuch hier vorhänge, ist die Wand richtig schön bollig warm und dadurch trocknet das Handtuch dann schön schnell durch, damit ich dann auch beim Duschen warmes Handtuch habe. Auch hier Festtanktoilette wie im Boot. Das heißt, ist ein Tank nicht direkt drunter, oder? Doch, der ist im Grunde genommen ist es so, dass der Tank relativ zentral, ich würde mal sagen, fast einen Meter entfernt liegt. Wir haben ja den Frischwassertank immer über der Heckachse. Ich würde auch schätzen, dass es ungefähr hier die Heckachse ist. Und etwas weiter vorne ist der Fäkaltank. In diesem Falle 300 Liter. Der hier ist wie neu. Also liebe Leute, wenn ihr auf der Suche wart, ja gut, der ist jetzt ein Vorführer. Das heißt, ihr habt den ein paar Leuten mal gezeigt, den hat aber noch nie einer besessen, außer ihr. Genau so ist das, ja. Und ihr könnt, glaube ich, Autos aktivieren nach einer Zeit. Also wenn die eine gewisse Zeit am Hof standen. Das Gemeine ist ja, ich glaube, ihr dürft Lagerfahrzeuge erst nach 12 Monaten abschreiben. Das ist tatsächlich so eine Geschichte, das ist schon schwierig in Deutschland, ne, so ein Fahrzeug abzuschreiben, das heißt schon eine längere Standzeit. Wobei das bei uns nicht unüblich ist, dass ein Fahrzeug mal 8-9 Monate steht, weil wenn wir es eben zeigen können, können wir eben auch Neubestellungen drauf aufnehmen. Also ihr habt meist mehr Fahrzeuge auf dem Hof stehen als auf dem Karawansalon. Denn, stimmt, ja, wirklich. Es sind viele, also eine Dauerausstellung quasi. Also, gibt viele Händler, die das so haben. Einige, sagen wir mal zumindest. Ihr habt aber besonders viele Fahrzeuge da. Also ihr habt auch immer Fahrzeuge mit Slide-Out da, glaube ich. Ihr habt mindestens einen Slide-Out da. Genau, wir haben jetzt aktuell ja einen 1160 GSI da auf Actros mit einem Slide-Out. Nur auch da mal den Vergleich zu schaffen. Wir sind jetzt am 1060, das heißt einen Meter kürzer. Und das andere Fahrzeug als auch Centurion auf Actros liegt bei 1,07 Millionen. Also wenn ich mal überlege, was das für ein Preisunterschied ist durch Slide-Out, durch Actros. Da kriegst du fast zwei von dem. Da kriegst du fast zwei von dem hier. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. So, vom Innenraum her ist gar nicht so viel Unterschied. Klar, da ist das Slide-Out jetzt mit drin. Das ist doch vom Status, sagt das natürlich, ich bin jetzt hier der Oberbonzer auf dem Platz, aber ist oft gar nicht so. Also ich kenne Leute, die so ein 1160 teilweise auf Sylt fest auf dem Campingplatz stehen haben, als Eigentumswohnungsersatz. Die sich aber jetzt sogar in Wohnwagen hingestellt haben, einen großen Tabat mit Slide-Out, aber sie sagen, auf lange Sicht ist es günstiger. Ja, auf lange Sicht wäre das mit Sicherheit günstiger, ja. Aber man möchte auf nichts verzichten und gerade wenn man es um Komfort geht. Gerade beim Reisen hast du den Vorteil, dass du sehr mobil unterwegs sein kannst. Das heißt, im Winter stehst du in Spanien, im Sommer vielleicht in Italien und das ist ja der große Vorteil. Gefällt er dir? Gefällt dir sehr. Dann gehen wir nach hinten bitte rein. Das erste Mal, dass mir ein Verkäufer erzählt, der hat sogar noch einen zweiten Schrank und dann fährt er so ein Ding raus bis hierhin. Schau, wenn du nochmal den zweiten Schrank rausfährst, denn das ist selten. Zwei Kleiderstangen. Genau, ja, ich glaube, da sind sogar zwei Stück drin. Ich habe eine kleine Kleiderstange, jetzt das unerwartet. Guck dir das Ding mal bitte an. Genau, und dann kannst du hier vorne hinhängen und nochmal hier hinten, weil das hier noch weiter rein. Und vor allem hast du hier oben noch eine Ablagefläche. Ja. Das gefällt dir, oder wie? Ach was, das war eine Suggestiv. Die meisten Leute, die damit verreisen, sind ja dann nicht nur eine Woche unterwegs. Ja. So, jetzt hast du auf der rechten Seite, kannst du wirklich alles an Unterwäsche unterbringen, was irgendwie gibt. Tede. Genau, erstmal Dreckwäsche natürlich. Cool. Das ist ja cool, das heißt, die kann auch gar nicht modern. Ja, also bestenfalls ist da die Dreckwäsche und direkt rechts davon die Waschmaschine. Ja. Das heißt, du hast beides direkt auf einem Fleck und dann... Direkt im Eingang. Dann ja jede Menge tiefe Schubladen, 25 Kilo Belastbarkeit. Zuladung brauche ich mir nie mehr Gedanken machen, oder? Ja, bei 15 Tonnen insgesamt Gesamtmasse, da brauchst du dir über Zuladung keine Gedanken mehr zu machen. So, und dann oben natürlich die Mikrofaser. Das Schöne ist ja, ich muss ja nochmal den dritten Kleiderschrank zeigen. Mhm.
Ich kletter mal einmal ganz kurz bis zum Bett einmal vor. Genau. Ja, aber klar. So. Natürlich ist da noch ein kleiner Schrank. Ah ja. Okay. Der ist aber nicht so tief, lieber Luca. Ja, genau. Jan, wenn du mal so lieb bist. Ich kann ja ganz klar reingehen, oder? Die Frage ist, ob es wirklich belastbar hält. Ja, bis unten. Ja, und hier kann ich halt die ganzen Sachen aufhängen. Warte, Luca, ich muss das zeigen. Die Leute, das ist sehenswert. Jan, wenn du mal bitte ganz nach hinten gehst, dir ruhig mal die Schuhe mal ausziehst. Jetzt lohnt sich. Es gibt ja Platz, wo dann die Fahrräder eventuell sein könnten, oder? Kann das sein? Genau. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hinten eine Fahrradgarage einzubauen. Ja. Boah, ist ja riesig. Guck mal hier, das heißt, das Ganze ziehst du hier aus. Über so einen Auszug und da kannst du dann alles reinmachen. Du kannst auch so einfach hinkrabbeln, das geht auch. Kriegst du das hin? Ja. Ich sag mal, also sie wird mit den Füßen das Bett nicht berühren. Und dann gehst du drüber und da ist ein Loch, ich zeig's mal. Da ist ein Loch, wo ich komplett reinpassen würde. Also krass. Also das ist ein Kleiderschrank, davon zwei oder wie? Ja, wir haben jetzt in der Mitte ja noch einen und auf der anderen Seite sind Borde dann drin. Das ist ein Schrank mit Brettern. Da wären dann wahrscheinlich eher die Sachen drin, die man jetzt nicht jeden Tag benutzt. Aber ich meine, man kann ja alles mitnehmen. Ja, noch einer, komplett. Obwohl es eigentlich gar nicht so unkomfortabel ist. So, und das kannst du nochmal rausziehen, Jan. Genau, an dem silbernen, zieh mal. Ja, wie ich das gehört. Und daneben, links? Das sind wahrscheinlich noch zwei Apotheker. So, links die Apotheker tatsächlich nicht, aber die öffnen gegenläufig. Gegenläufig? Ah, Moment. Achso, okay, ja. Ja, also aber auch sehr praktisch. Ja. Kannst du ganzen Handtücher unterbringen, die du vielleicht dann eher am Strand benutzt. Ja, ich finde es. Kommt ja auch ganz gut hin. Schönes Auto. Also, man braucht ja einen C-Führerschein dafür. Eine Klimaanlage ist hier hinten eingebaut. Vorne auch nochmal, oder? Sind zwei da. Genau, zwei Klimaanlagen verbaut. So, jetzt hast du hier noch einen Schrank. Guck mal, haben wir unterschlagen. Ist wahrscheinlich nicht ganz so groß, oder? Ja, okay. Wobei, was heißt der nicht ganz ist so auch groß? Ganz schön auch. Groß. Ja. Oh, das gefällt mir. Das Soundsystem gefällt mir gut, der Fernseher gut. Also ich kann mir schon so richtig vorstellen, wie die Jan hier dann... Ach ja, genau. Ich das Queensbett beschlage. Und ich da vorne wieder in der Couch. Dann, genau, oder auf der Couch. Das ist aber cool. Ja, das Queensbett, bleibt mal beide sitzen. Dann zeige ich euch das mal. Bitte mal anheben, anliften. Darunter ist ja ein Fiat 500. Warum Fiat 500? Der hat nämlich vier Sitzplätze. Und deswegen können auch vier Leute mitfahren. Das ist vielen ganz wichtig. Es gibt diese Autos ja auch mit einer reinen Smart-Garage. Wobei man sagen muss, es gibt auch viele, die beim 1060 auch einen Smart nutzen. Oder zum Beispiel ein mittellanges Fahrzeug wie ein VW Up. Und die Fahrräder. Genau, die Fahrräder dahinter stellen. Und dann hast du halt die Fahrräder hinten drin und eben den PKW. Ja, wir haben ja Velo-Bikes und da gibt es eine tolle Geschichte. Also Velo, V-E-L-L-O.Bikes, die haben wir dabei. Das sind E-Bikes, die du falten kannst. So klein. Also ich finde das Wahnsinn. Und die kannst du nämlich in die Garage von dem Fiat 500 legen. Und hast beides auf einmal. Du hast ja einmal im Auto drin und einmal in der Garage vom Auto. Das finde ich halt mega cool. Genau, weil eine Sache, finde ich, geht gar nicht. Aber da will ich auch hier mal eine Lanze brechen. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute bei so einem wunderschönen Auto hinten auf die Anhängerkupplung noch einen Fahrradträger setzen. Das ist so der Punkt, wo ich dann sage, so ein wunderschönes Heck und hinten ist dann noch so ein kleiner Fahrradträger drauf. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen... Also ich würde mir ja hinten drauf direkt so ein im Prinzip Aufkleber so Europapark, Phantasialand. Genau, die werden ja immer umsonst draufgeklebt, ob du das willst oder nicht. Du hast am Ende immer einen drauf. Genau. Wäre doch cool, oder? Oder so ein Sylt-Aufkleber. Ein Sylt-Aufkleber, ja. Ganz toll. Ja, was ist denn das für eine Zielgruppe, die sowas kauft hier? Komplett unterschiedlich. Wir haben natürlich viele Selbstständige, die den Wagen auch beruflich nutzen. Ja, gerade durch die Barversion kannst du natürlich gut nutzen. Auch die Baustellen und TGA-Planung und so weiter machen. Wir haben natürlich auch viele, die einfach nur Haus verkaufen und auf große Weltreise gehen. Oder eben für den ganz normalen Urlaub. Also alles Mögliche mit dabei. Hast du einen Hund? Ich persönlich habe einen Hund, ja. Ja, wo würdest du den Hund denn unterbringen hier? Wo ich ihn unterbringen würde? Also das ist natürlich praktisch mit der Barversion. Der kann natürlich perfekt sich Zeig mal, wo denn? Drunter legen und dann... Das ist nämlich, die Barversion ist des Hundes Liebling. Und des Herrchens natürlich. Und... Darunter hat er eine Fläche ohne Ende frei und kann da ganz normal dann sich zurückziehen, ohne dass er zu Schwierigkeiten kommt. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dreimal über den Hund zu fallen, dann ist der Hund irgendwann auch nervös und ja. So, das Soundsystem ist gut? Da ist ein Jenat-System drin. Wir sehen das ja vorne an der schwarzen Umrandung und hier an den kleineren schwarzen Flächen.
Und das hat schon ordentlich Leistung. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, wie kommst du an 569.000 und wie denn? Wir verkaufen den jetzigen. Ja. Und den neuen. Und den neuen? Ja. Das wären zusammen. Wahrscheinlich sogar ausreichend. Könnte klappen, aber dann habe ich. Dann habe ich immer noch nicht gelöst, dass ich ja kein Hubbett habe. Achso, ja, das stimmt. Das bauen wir dann noch ein, das kriegen wir auch noch hin. Der Sitz vorne saugt er auch ab, wenn ich jetzt ein T-Shirt nass habe. Der hat eine aktive Sitzbelüftung, genau, Klimasitze, wobei, muss mal gucken, ob der das hier drin hat. Genau, hat er drin, sieht man hier an der Belüftung. Mhm. Ja. Und das heißt, dadurch ist er nicht ganz so spitzig und heiß, wenn man im Sommer unterwegs ist. So, der saugt alles ab. Heute ist der 19. März 2024. Wir sind in Itzstedt bei Itzehoe. Ja, Itzstedt, genau, in der Nähe Itzehoe. Also wir haben jetzt hier zwischen Hamburg und Segeberg, sagen wir eigentlich. Mhm. Genau, ist so eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Halbe Stunde von Hamburg, das heißt, du hast eher kaum Leute aus München oder Österreich. Doch, das sogar sehr viel, weil es gibt einige, die wollen natürlich, wenn sie sich schon was angucken, vielleicht 3-4 Fahrzeuge sich anschauen, die ihnen gefallen, und kannst natürlich zu deinem Händler in der Nähe fahren, der vielleicht einen davon stehen hat, oder du kommst zu uns und hast dann halt eine komplette Palette. Also ich denke mal, es fehlt nichts. Eine Hubstützanlage hat er auch. Also ich guck mal gerade, hat er schon drin? Hubstützanlage ist auch mit drin. So. Die Technik ist ja hinter dem Display versteckt. So, sollen wir nochmal reingucken? Ja, komm, kurz mal. Technik, also ein Centurion. Centurion klingt ja schon nach, ich bin der Boss. Ist das hier ein Boss-Auto? Ja, kann man schon so sagen. Man kann natürlich auch sagen, wenn man einfach ein sorgenfreies Auto möchte, dann, genau, aber wir haben jetzt hier auch einen Generator mit drin, oben der Tel Air. Und genau, jetzt zeigt uns natürlich an, dass der Wassertank leer ist. Soll er ja auch. Warum? Weil wir den ja gerade aktiv nicht nutzen hier auf dem Hof. Der ist jetzt im Winterbetrieb, das heißt, Tanks sind alle leer, entlüftet und so weiter. Genau, aber hier sehen wir zum Beispiel gerade die Solaranlage mit 36 Volt Spannung, die mit 1,1 Ampere in die Batterien einlädt. Gut, ist ja im Moment bewölkt. Und hier oben hast du aber noch was ganz Besonderes. Mach den mal an, bitte. Genau, muss ich nur gucken, ob man den hier über das Display anmacht. Das kann nämlich sehr gut sein. So, dann werden wir gleich mal gucken. Generator. Genau, dann gehen wir hier drüber an. Und das ist geil. Ja. Wobei, der muss oben, um aktiviert zu werden zu können, muss der oben nämlich auf On sein. Und dann auf Auto, okay. Genau, muss ich mal gucken. So, und jetzt? Weil der wird ja teilweise, wenn die Wagen in die Werkstatt reingefahren werden, werden die ja oben deaktiviert, damit die eben nicht automatisch angehen, wenn die Batterie zum Beispiel eine gewisse Spannung unterschreitet. Wäre blöd in der Werkstatt, Abgase. Das wäre definitiv blöd, ja. So, das ist ein Stromgenerator, Diesel. Okay. Das heißt, du stehst irgendwo, hast gar keinen Strom mehr. Ich meine, wie wir heute Abend. Was ist mit deinem Sprit im Prinzip Strom machen oder wie? Krass, und der läuft gerade, du hörst nichts, oder? Wobei man sagen muss, dass über Gas läuft. Ah, okay. Ne? Achso, ist ja blöd. Das Gas ist aus. Tel Air, insofern. Okay. Auf jeden Fall hat man, der ist dabei. Der ist fest eingebaut. Der ist dabei, genau. Und der hat auch eine Automatisierung drin, dass der eben anspringt, wenn zum Beispiel die Batterie 60%, 50%, 40% drin hat, und dann fängt er wieder an. Boah, das hier ist alles Hightech in dem Auto, ja, drin. Natürlich. Das heißt, Fußbodenheizung. Eine schöne Heizungssteuerung mit verschiedenen Zonen auch. Genau, wir haben eine Hybridheizung, das heißt, wir können mit Diesel heizen, 5,2 kW oder 6 kW Gas. Diesel auch? Genau, Diesel können wir komplett zuheizen, weil er einen sehr großen Wärmetauscher hat. Und die Frontscheibe ist auch elektrisch beheizt, und wir haben eine Sensothermheizung. Das heißt, wenn er erkennt, dass vorne leichte Feuchtigkeit an der Frontscheibe ist, dann fängt er an, das Gebläse zu starten, und dann geht dann die Feuchtigkeit von der Scheibe weg. Ja, lass uns mal rausgehen. Wir gucken nochmal einen Schlüssel, mit, nicht, dass wir Schlüssel mitnehmen. Einen kleinen Blick aufs Preisschild, denn genau, damit die dann. Sag mal, Thema ist immer ein Geheimfach. Ist das möglich? Also wenn jemand sagt, hätte ich gern. In so einem Fahrzeug finden wir genug Platz für ein Geheimfach, und dann das kriegen wir doch irgendwo unter. So, für die ganzen Bitcoins, die du hast schon. Genau, die kann ich schon hinlegen. Kannst du hinlegen. So. Ja, was können wir alles reinmachen, Geheimfach? Zum Beispiel irgendwelche Pässe, Personalausweis. Laptops. Speicherkarten. Gold. Ja, hier vorne, das muss man mal erklären, da hat jemand nicht zugespachtelt. Was ist das? Ja, das ist eine Leichtbauweise. Nein, das soll so ein bisschen die Optik erleichtern. Also wenn man von vorne schaut, sind diese Lüftungsschlitze jetzt hier drin. Aber aerodynamisch hat das, glaube ich, nicht so viel Wirkung.
Okay, also das ist nicht dafür geeignet, damit das Fahrzeug entsprechend Abtrieb bekommt und nicht, genau, und nicht abhebt. Genau, damit die Seitenkräfte dann... Nein, das ist einfach nur ein bisschen schicker und aufgelockertes Design. Wenn du natürlich eine komplett geschlossene Front hast, sieht das immer so ein bisschen sehr stark. Komm, wir schauen uns mal ganz kurz nochmal von vorne an. Funktion, oder? Bitte? Genau, der hat auch einen Heckspoiler, hat er ja auch drin, wobei der wird bei der Geschwindigkeit auch nicht die große Wirkung haben. Ist auch beleuchtet, der Heckspoiler. Der ist auch beleuchtet, ja. Das ist dann eher die Funktion. So, wenn man von vorne guckt, er sieht so ein bisschen aus wie Mercedes-Benz. Das ist schon, ich glaube, unverkennbar so ein bisschen, oder? Wir haben auch die originalen Scheinwerfer mit drin und die originalen Nebelleuchten. Und ich sag mal, es ist auch wirklich, wenn man das Licht jetzt drin sieht, man könnte schon starten damit. 569.900 Euro. Die Steuer ist mit drin, die Mehrwertsteuer? Ich frage mal. Genau, die ist mit drin. Also wer es als Firma kauft, netto, sieht das dann noch ein bisschen weniger aus. Wenn du mal kurz dein iPhone holst und die Steuer mal rausrechnest. Nee, es geht darum, dass viele, ich meine, ist ja so, die Unternehmer können ja selber durch 1,19 rechnen, aber du kannst es ja mal gerade machen. Dann sind wir hier bei netto 478.907 Euro. Warum erwähne ich das explizit? Viele Fahrzeuge auf dem Gebrauchtmarkt haben keine Steuer. So, und das bringt mir als Unternehmer gar nichts. Der hat Steuer. Also müsste man ihn eher schon vergleichen mit einem Fahrzeug, was gebraucht ohne Steuer 479 kostet. Ja, da muss man immer drauf achten, weil viele kaufen die Fahrzeuge und klären das dann erst später. Das ist natürlich dann... Ja, katastrophal, ne? Mhm. Sollte man schon vorher klären, ob das Mehrwertsteuer ausweisbar ist oder eben nicht. Aber hier braucht man sich darum keine Gedanken zu machen. Ja, man kann auch mit dem Fahrzeug eine eigene Unternehmergesellschaft gründen. Hast du das gewusst? Ja, du kannst das Fahrzeug über eine UG kaufen als Besitzgesellschaft. Ja, und die kann dann das Fahrzeug zum Beispiel auch einsetzen in der Vermietung, kann damit machen, was du willst. Man muss natürlich später vermieten. Oder nach 6 Monaten wieder verkaufen, wenn man gesagt hat, die Vermietung ist gescheitert, ja. Ja, dann nehmen wir den wieder in Zahlung für das nächste Fahrzeug, um den nächsten Versuch zu wagen. So ist das, damit die Steuer auch erhalten bleibt. Das ist nämlich auch oft ein Thema, dass die Leute da Ideen haben. Aber bitte lasst euch beraten. Ich mache keine Steuerberatung, darf ich auch gar nicht. Aber 569.900, wer sich auskennt, das ist ein guter Preis. Ja, definitiv. 19. März 2024, da steht er, Centurion 1060 GI und daneben der kleine Bruder für etwa, nee, der große Bruder, der kleine Bruder, was die Ausstattung angeht, nur eine Liner-Ausstattung im Centurion-Style, aber der kostet allein schon 200.000 und du sagst, wenn da jetzt auch noch ein Centurion drunter wäre, dann wären wir bei 300.000 Euro mehr. Wir können ja mal sonst nach vorne kurz abbiegen, dann sehen wir ihn direkt, den ganz großen Bruder. Und wir haben ja hier die ganzen Liner in einer Reihe stehen, also sieht man auch mal die Auswahl. Wir haben zum Beispiel auch einen Liner Tego hier aktuell stehen, wobei der verkauft ist. Und vorne den großen Actros. Und das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist vom Innenraum bis auf den Slide-Out her ein sehr ähnliches Fahrzeug, aber liegt halt preislich deutlich höher. Das ist jetzt auch nur ein Zweiachser, 18 Tonnen. Das ist sogar ein, genau, 18-Tonner jetzt, ja. 18-Tonner und der kostet, du hast extra den so hingestellt, genau. Da ist er. 1.019.315 Euro. Ich glaube, wenn ich jemals im Lotto gewinnen würde, das Erste, was ich mir kaufen würde, wäre so ein Auto. Ich würde nichts anderes damit machen. Ich gründe gleich mal eine UG und dann versuche ich doch mal. Genau, richtig. Da, Steuer genau. zu sparen, ja. Genau. So, da ist aber jetzt der Slide-Out, gell? Genau, da ist das Slide-Out und der macht auch den Preis aus. Der das natürlich dann ja, mit Actros in Kombination natürlich nach oben bringt. Sollen wir einmal ganz kurz reingucken oder ist er zu? Der ist zu tatsächlich. Ist so. Da so. Reimers Reisemobile, hier sind wir in Idstedt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Can, dein Fazit zu diesem schönen Auto für 569.000 Euro? Wenn ich 569.000 Euro hätte, würde ich ihn natürlich nehmen. Weil ich finde, wenn man im Prinzip bekommt man die komplette Sonderausstattung für 10.000 Euro. Und das ist halt schon. Stimmt, der Grundpreis ist nah am Grundpreis dran, das ist schon richtig, ja. Tschüss. Tschüss.